Wichita Falls, Texas. Vier ungelöste Mordfälle beschäftigen die Polizei. Es sind die schlimmsten Verbrechen in der Geschichte der Kleinstadt. Über 10 Jahre gelingt es dem Mörder, der Polizei zu entkommen. Erst Kaffeereste an einem Becher bringen die Ermittler auf die Fährte des Killers. Am 19. Januar 1985 verschwindet die 23-jährige Krankenschwester Toni Gibbs nach ihrer Nachtschicht im General Hospital. Ihr Auto wird verlassen an einer abgelegenen Straße, nicht weit vom Krankenhaus entfernt, gefunden. Es gibt weder fremde Fingerabdrücke noch andere Anhaltspunkte im Auto. Es war die Achterbahn der Gefühle, so wie ein Albtraum, der nicht endet. 4 Wochen später findet ein Elektriker aus Texas Tonys Leiche auf einem abgelegenen Feld außerhalb von Wichita an der Route 281. In rund 30 Meter Entfernung steht ein alter Bus. In ihm werden Spuren von Blut gefunden, die mit dem von Toni Gibbs übereinstimmen. Es scheint, als sei das Opfer im Bus gestochen worden und später übers Feld gekrochen, um Hilfe zu holen. Bis zu diesem schrecklichen Vorfall hatte sie ihr Leben im Griff. So war es. Schon nach kurzer Zeit präsentiert die Polizei einen Verdächtigen. Der 24-jährige Danny Lovelin wird mit seinem Motorrad in der Gegend gesehen, in der Tonys Leiche gefunden wurde. Lovelin arbeitet als Striptease-Tänzer in der Stadt und fällt bei einem Lügendetektortest durch. Er ist zur Polizei gegangen und hat dort so getan, als ob er etwas über den Mord wüsste. Er hat sich selbst unter Verdacht gebracht. Die Ermittler finden heraus, dass sich Lovelin und Toni Gibbs kannten. Die zwei hatten sich ein paar Wochen zuvor in einem Nachtclub kennengelernt. Er gab zu, dass er wusste, wo das Feld ist, in dem sie gefunden wurde. Die DNA der Samenprobe von Tonys Autopsie wird mit der von Lovelin verglichen. Die Ergebnisse sind nicht aussagekräftig. Dennoch wird Danny Lovelin des Mordes an Toni Gibbs angeklagt. Ohne Beweismaterial, das Lovelin mit dem Verbrechen in Verbindung bringt, stützt die Staatsanwaltschaft die Anklage nur auf Indizien. Nach 2-tägigen Beratungen der Geschworenen kommt der Fall schließlich zum Stillstand. Sie konnten ihn weder freisprechen noch verurteilen, sodass der Prozess ergebnislos endete. Da nur 6 der 12 Geschworenen Lovelin für schuldig halten, beschließt die Anklage, den Fall nicht erneut aufzunehmen. 16 Monate später geschieht ein weiterer Mord. Das Opfer ist die 21-jährige Kellnerin Tina Kimbrough. Sie war, wie man sich eine Tochter vorstellt. Wissen Sie, mal wild, mal damenhaft. Einfach perfekt. Tina wird in ihrer Wohnung auf dem Sofa gefunden. Bei der Autopsie werden winzige Fasern in ihrer Lunge entdeckt, die von einem Sofakissen stammen. Alles deutet auf Tod durch Erstickung hin. Doch es gibt keine Anzeichen für einen sexuellen Übergriff. 16 Jahre ist es her. Aber es erscheint wie 16 Tage, 16 Stunden und dann wieder wie 16 Jahrhunderte. Wissen Sie, es ist, als sei Tina nie da gewesen. Und dann, als ob in 10 Minuten das Telefon klingelt und sie dran ist. Die Nachbarn sagen aus, sie hätten 5 Stunden vor der Entdeckung der Leiche gesehen, wie ein Mann aus Tinas Wohnung kam. Er war kaukasischer Rasse, 1,95 Meter groß, dunkelhaarig und trug eine Basketballkappe. Danny Lovelin passt nicht auf diese Beschreibung und wird deshalb auch nicht verdächtigt. Nur wenige Tage später gelingt der Polizei der erste Durchbruch. Ein Mann aus Galveston namens Farron Wardrip ruft die Polizei an und behauptet, wichtige Informationen zum Mord an Tina Kimbrough zu haben.
Doch was kann Wardrip über einen Mord wissen, der 400 Meilen von seinem Wohnort entfernt stattgefunden hat? Farron Wardrip hat die Highschool abgebrochen. Er verdient sein Geld mit Gelegenheitsjobs und hat Alkohol- und Drogenprobleme. Tina will er bei ihrer Arbeit in der Bar kennengelernt haben. Tina Kimbrew war eine gute Freundin. Sie wusste von meinen Drogenproblemen und vielen anderen Dingen. Ich habe ihr alles erzählt. Wardrip gesteht, Tina ermordet zu haben. Das Motiv? Tina erinnerte ihn an seine Ex-Frau, die sich kurz vor der Tat von ihm getrennt hat. Wenn mich die Wut packte, sah ich ihre Augen, ich sah ihr Gesicht. Ich schrie heraus, wie sehr ich sie hasste. Ich weiß nicht, warum diese Wut als Kind in ihm entstanden ist und wie sie sich im Erwachsenen entwickelt hat. Er gibt seiner Ex-Frau Joanna für viele Dinge die Schuld. Joanna hätte ihn nicht verstanden, Joanna ging nicht arbeiten, aber er sträubt sich, die Schuld bei sich zu suchen. Die Polizei glaubt, Wardrip hat gestanden, weil er beim Verlassen der Wohnung gesehen wurde. Für ihn war es nur noch eine Frage der Zeit, bis er gefasst wird. Farron Wardrip bekennt sich des Mordes an Tina Kimbrew schuldig und wird zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Gefängnis, weg von Drogen und Alkohol, fing ich an, klar zu denken. Meine Emotionen beruhigten sich. Ich habe beschlossen, besser rauszukommen, als ich reinkam. Während seines Gefängnisaufenthaltes holt Wardrip den Highschool-Abschluss nach und entdeckt das Christentum für sich. Tinas Vater ging davon aus, dass Wardrip volle 35 Jahre im Gefängnis bleiben würde. Doch er irrt sich. Nach 13 Monaten haben sie mir mitgeteilt, dass er Bewährung bekommt. Ich hatte schreckliche Angst davor. Wissen Sie, für mich war er schon so gut wie entlassen. 10 Jahre versucht Robert Kimbrew mit allen Mitteln zu verhindern, dass Farron Wardrip vorzeitig entlassen wird. Doch trotz der Anstrengungen der Kimbrews ist Wardrip bereits nach 11 Jahren auf freiem Fuß. Wissen Sie, die Opfer haben keinerlei Rechte. Ich werde Farron sagen, dass er verantwortlich ist, dass ich kein Großvater werde. Ich hasse ihn dafür, jeden Tag meines Lebens. Wardrip fährt nach Olney, um dort auf einer kleinen Farm in einer Kommune zu leben. Unterstützung bekommt er von seinen Eltern und den 8 Geschwistern. Als er sogar eine Anstellung in einer Firma bekommt, gelobt er, ein neues Leben zu beginnen. Ein sehr netter, feiner und aufrechter Mann. Ich hätte ihm mein Kind anvertraut, auch heute noch. Ich habe großen Respekt vor ihm. Wardrip wird aktives Mitglied in der Hamilton Street Church, in der er sonntags auch unterrichtet. Und er heiratet wieder. Zurück in Wichita Falls. Staatsanwalt Barry Mecca hat große Sorgen. In seinem Gerichtsbezirk gibt es ungelöste Mordfälle. Dazu gehört der Fall Tony Gibbs und 2 weitere ungelöste Tötungen. Circa 1 Jahr vor dem Mord an Tony Gibbs ist die Krankenschwester Terry Sims gerade von der Arbeit nach Hause gekehrt. Jemand klopft an die Tür. Und dringt dann gewaltsam ein. Sie versuchte, das Messer in seiner Hand abzuwehren und kämpfte so heftig um ihr Leben, dass er sie fesseln musste. Er hat ein Stück Schnur abgeschnitten und ihre Hände auf dem Rücken festgebunden. Terry Sims wird sexuell missbraucht und erstochen. Sie hat vielleicht noch 4 Minuten mit diesen Verletzungen gelebt. Es ist kaum vorstellbar, was dieses junge Mädchen in den letzten Minuten vor ihrem Tod noch durchmachen musste. Auf Terry Sims Schuh finden die Ermittler einen blutigen Fingerabdruck und eine Samenprobe wird sichergestellt. Es gibt zwar Verdächtige, doch niemand kann überführt werden.
Ein Jahr später trifft das Schicksal die 21-jährige Ellen Plough, als sie gegen Mitternacht das Subs & Suds Restaurant verlässt und zu ihrem Auto geht. Er hat sich auf sie gestürzt, auf sie eingeschlagen und sie ins Auto gezerrt. Ellen wird gezwungen, zu einer abgelegenen Stelle außerhalb der Stadt zu fahren. Dort wird sie erwürgt. Der Täter lässt die Leiche an einem grasbewachsenen Damm zurück. Mit Ellens Auto fährt er zurück in die Stadt und lässt es dort in einer dunklen Straße stehen. Der Mord wird erst Tage später entdeckt. Die Leiche ist durch die Hitze stark verwest und kann nur anhand von Zahnröntgenaufnahmen identifiziert werden. Ob das Opfer vergewaltigt wurde, ist nicht mehr festzustellen. Drei Morde konnten innerhalb der letzten 14 Jahre nicht aufgeklärt werden. Barry Mecca bittet deshalb Detective John Little um die Wiederaufnahme dieser Fälle. Little hat besonderes Interesse an einem Fall. Ich kannte Tony Gibbs und meine Frau auch. Mit meinem Bruder zusammen habe ich an der Suche nach ihr teilgenommen. Barry Mecca bittet das Kriminallabor, die gefundenen DNA-Samenproben von Tony Gibbs und Terry Sims zu vergleichen. Wir erhielten die Nachricht, dass die Samenproben in der Tat vom selben Täter stammten. Jetzt war klar, dass wir es mit einem Serienmörder zu tun hatten. Bisher hatte niemand diese Verbindung hergestellt, da die Fälle von drei verschiedenen Behörden untersucht worden waren. Informationen wurden nicht ausgetauscht. Jetzt weiß John Little, dass er nur nach einem Mörder suchen muss. Doch nach 11 Jahren sind die Erfolgsaussichten gering. Beim Durchforsten der Akten der ungelösten Fälle von Wichita Falls macht Ermittler John Little eine interessante Entdeckung. Farron Wardrip ist während seiner Untersuchungshaft im Fall Tina Kimbrough von einem Polizisten gefragt worden, ob er Ellen Plough kennt, die nur wenige Monate zuvor ermordet wurde. Seine Antwort ist ja. Doch dieser Tatsache wurde nie nachgegangen. Sie hätten mich verdächtigen können, wenn sie etwas aufmerksamer gewesen wären. John Little findet noch mehr Verbindungen. Ellen Ploughs beste Freundin, Janie Ball, wohnte mit Wardrip im selben Haus. Und es gibt noch eine Auffälligkeit. Miss Ball wohnte nur einen Häuserblock vom Tatort Bell Street entfernt, an dem Terry Sims umgebracht wurde. Als ich das in der Akte sah, wurde mir alles klar. Und ich wusste, dass die Fälle von zwei verschiedenen Behörden untersucht worden waren, die offensichtlich nichts miteinander in Verbindung gebracht haben. Little erfährt auch, dass Wardrip zum Zeitpunkt der Ermordung von Tony Gibbs als Hausmeister im gleichen Krankenhaus wie das Opfer gearbeitet hat. Das brachte eine Verbindung zu ihr. Beide arbeiteten zusammen, bevor sie Opfer wurde. Und ihr Auto wurde in Wardrips Wohngegend gefunden. John Little beschließt, nach Olney zu fahren, in der Hoffnung, dort auf irgendeine Weise eine DNA-Probe von Farron Wardrip zu bekommen. Seit seiner frühzeitigen Haftentlassung im Jahr 1996 lebt Wardrip in der kleinen Stadt. Mehrere Wochen überwacht Little die Fabrik, in der der Ex-Sträfling arbeitet. Um eine Probe von ihm zu bekommen, musste er etwas wegwerfen, das für ihn nicht mehr interessant ist, sodass wir keine Probleme mit Durchsuchung oder Beschlagnahmung bekommen. Little beobachtet Wardrip bei einer Kaffeepause. Er hat den Becher auf das Autodach gestellt. Ich musste mich richtig zurückhalten, um nicht über die Straße zu laufen und den Becher zu nehmen. Dann beobachtet Little, wie Wardrip den Papierbecher in eine Mülltonne wirft und ergreift seine Chance. Ich ging zu ihm mit jeder Menge Kautabak im Mund und fragte, hey, haben Sie einen Spuckbecher oder etwas Ähnliches? Er zeigte zur Mülltonne und sagte, sicher, bedienen Sie sich.
Doch beim Blick in die Mülltonne sieht er nicht nur einen, sondern mehrere Kaffeebecher. Little muss jetzt schnell handeln, ohne zu wissen, welcher Wardrips Becher ist. Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, als ich da hineinsah. Er stand direkt hinter mir. In einem Becher war noch etwas Kaffee und am Rand Krümel von Käsecrackern. Ich hatte beobachtet, dass er Käsecracker gegessen hatte und dachte, das muss der Becher sein. Der Becher wird sofort zur Analyse ins kriminaltechnische Labor geschickt. Judy Floyd untersucht ihn auf Hautzellen und findet auch Crackerkrümel, von denen sie hofft, eine DNA gewinnen zu können. Ich habe den Becher mit einem sterilen Baumwollstäbchen abgetupft, um Epithelzellen aufzunehmen. Vom Tupfer habe ich dann die DNA extrahiert. Als nächstes vergleicht Floyd die DNA vom Kaffeebecher mit denen der Samenproben von Terry Sims und Tony Gibbs. Als ich das vollständige Profil aus den Zellen von Mr. Wardrips Kaffeebecher erstellt hatte, sah ich, dass es exakt mit den Profilen von den beiden Tatorten übereinstimmte. Um die Häufigkeit dieses DNA-Profils in der Bevölkerung herauszufinden, führt Judy Floyd einen sogenannten DQ-Alpha-Test durch. Das Ergebnis zeigt, dass Farron Wardrip einen extrem seltenen DQ-Alpha-Typ hat. Es war ein 1.34 und das ist nicht sehr häufig in der Bevölkerung. Allein dieses Merkmal ist selten. Und zusammen mit seinen anderen genetischen Merkmalen ergibt es ein Profil, das nur einmal in der gesamten Weltbevölkerung vorkommt. Und Judy Floyd erinnert sich an das folgende Telefonat mit John Little. Ich wusste, dass er Luftsprünge machte. Ich konnte fast hören, wie er seine Hacken zusammenschlug. Er war, gelinde gesagt, begeistert. In der Zwischenzeit ist es Beamten in Austin gelungen, die Blutspur von Terry Sims Schuh zu sichern und sie mit den Fingerabdrücken von Wardrip zu vergleichen. Der Abdruck war vom Mittelfinger weit unten, fast in der Handfläche. Hätten wir nicht gewusst, woher dieser Abdruck stammt, hätten wir viele Abdrücke vergleichen können und den richtigen jedes Mal verfehlt. Doch es ist eindeutig Wardrips Abdruck. Es war ein sehr aussagekräftiges Beweisstück. Er hatte ihr die Schuhe ausgezogen und sie mit seinen blutigen Händen angefasst. Nach 15 langen Jahren wird Farron Wardrip wegen der Morde an Terry Sims, Tony Gibbs und Alan Plow verhaftet. Als er mit den DNA-Beweisen konfrontiert wird, ist er geständig. Ich glaube, ich kenne niemanden, der so gefühlskalt ist wie er. Beim Verhör merkt Wardrip nicht, dass er neben dem Mann sitzt, der ihn in die Falle gelockt hat. Ich fragte ihn, ob er mich wiedererkennt. Ich sei derjenige, der den Kaffeebecher nahm. Er behauptete nein. Kurz vor Ende des Verhörs gesteht Wardrip noch einen fünften Mord. Es gab noch jemanden. Ich glaube, ihr Name war Deborah Taylor. Zwei Monate nach dem Mord an Tony Gibbs hat Wardrip Wichita Falls verlassen und ist nach Fort Worth gezogen. Dort hat er in einer Bar die zweifache Mutter Deborah Taylor kennengelernt. Deborah war mit ihrem Mann in der Bar, der diese jedoch wegen Müdigkeit ein paar Stunden früher verlassen hat. Wardrip fordert sie zum Tanzen auf und bietet ihr später an, sie nach Hause zu fahren. Als Deborah sich auf dem Parkplatz gegen seine Annäherungsversuche wehrt, tötet er sie. Wardrip legt Deborahs Leiche auf eine abgelegene Baustelle, wo sie eine Woche später von Bauarbeitern gefunden wird. 14 Jahre wird Deborahs Ehemann Ken verdächtigt, obwohl er nie angeklagt wurde. It
Es hat sein Leben zerstört. Seine eigene Familie hat sich gegen ihn gestellt und auch Deborahs. Eigentlich jeder glaubte, dass Ken Taylor seine Frau ermordet hat. Ich denke, Mr. Wardrip kann froh sein, dass die Polizei ihn vor mir bekommen hat. Die DNA-Ergebnisse bringen noch eine weitere Erkenntnis. Danny Lovelin, der wegen Mordes an Tony Gibbs vor Gericht stand, wird endgültig und zweifelsfrei entlastet. Er erfährt dies aber nie selbst. Lovelin starb 3 Jahre zuvor bei einem Autounfall. Am 4. Oktober 1999, fast 15 Jahre nach den Taten, gesteht Farron Wardrip alle Morde und wird zum Tod durch eine Injektion verurteilt. Ich habe nie gezweifelt, dass sie mich kriegen. Ich wusste, dass ich Beweismaterial hinterlassen hatte. Die Detectives haben alle Beweise überprüft, auch die Verhöre. Mein Name war im Jahr 1986 genauso präsent, wie er es jetzt im Jahr 1999 ist. Es ist mir immer noch ein Rätsel, dass sie es nicht gemerkt haben. Ich war wirklich ein Serienmörder. Fehler passieren, doch den entscheidenden haben wir nicht gemacht. Aufgeben, das haben wir nicht getan. Bis heute wartet Farron Wardrip auf die Vollstreckung des Urteils. Portland, Maine. Der 11-jährige Ricky Stetson absolviert sein abendliches Jogging. Zeugen beobachten den Jungen und bemerken auch einen Mann mit Fahrrad direkt hinter Ricky. Am nächsten Tag wird die Leiche des Jungen auf einer nahegelegenen Rasenfläche gefunden. Er wurde ermordet. Der Täter hinterlässt wenig Anhaltspunkte. Nur ein Detail ist interessant und es wird zur verräterischen Unterschrift. Der 11-jährige Ricky Stetson lebt mit seiner Familie in einem Arbeiterviertel von Portland. Die Küstenstadt ist als beliebter Urlaubsort bekannt. 23. August 1983. Ricky verlässt gegen 8 Uhr abends das Haus seiner Eltern, um zu joggen. Er kehrt nie zurück. Seine Leiche wird am nächsten Tag auf einer Rasenfläche abseits des Gehweges gefunden. Soweit ich mich erinnere, gab es sowohl äußere als auch innere Hinweise auf Erstickung. An seinem Hals waren Würgemale zu erkennen. Für den Rechtsmediziner schien es, als sei er mit den Händen oder einem Strick erwürgt worden. Die Autopsie ergibt keine Hinweise auf sexuellen Missbrauch. Allerdings sind dem Jungen Messerstiche zugefügt worden und es finden sich mehrere Bisswunden am Körper. Die Bisswunden wurden mit einem Messer ausgehöhlt. Keiner der forensischen Zahnärzte hatte bisher einen Fall, in dem eine Bisswunde aufgeschlitzt und eingekerbt wurde, um sie zu verbergen. Hier spricht das Gesetz von einem Verbrechen mit Unterschrift. Der Täter hat seine Unterschrift auf einzigartige und ungewöhnliche Weise am Tatort hinterlassen. Der Mord an Ricky Stetson erinnert die Polizei von Portland an eine Reihe von Messerstechereien, die 2 Jahre zuvor im Stadtteil Oakdale stattgefunden haben. Michael Whitham war erst 9 Jahre alt, als er dem sogenannten Oakdale Slasher begegnete. Es gibt dort ein bewaldetes Gebiet mit Wegen zwischen den Häusern. Ein Kerl, den ich nicht kannte, rief mich zu sich. Er fragte nach meinem Namen, nach Alter und Adresse. Als ich geantwortet hatte, konnte ich gehen. Kurz nach dem Umdrehen hat er mich geschnappt und in die Kehle geschnitten. Whitham schafft es zu fliehen. Die schwere Verletzung am Hals muss mit 12 Stichen genäht werden. Er beschreibt seinen Angreifer als Teenager oder Anfang 20 mit weißer Hautfarbe. Diese Beschreibung deckt sich auch mit den Zeugenaussagen im Fall Ricky Stetson.
Ein Jahr sucht die Polizei nach dem Mörder, ehe der 24-jährige Joseph Anderson verdächtigt wird, der bereits im Zusammenhang mit einem versuchten Mord an einer Neunjährigen aufgefallen ist. Doch es gibt ein Problem. Die Polizei von Bellevue, Nebraska, hat einen ähnlichen Mordfall. Ein 13-jähriger Junge ist mit vergleichbaren Stichwunden aufgefunden worden. Sollte der Mordfall von Bellevue etwas mit dem Fall Stetson aus Portland zu tun haben, kann der ständig überwachte Joseph Anderson nicht der Mörder sein. Dann läuft ein Serienmörder frei herum und mordet im Umkreis von 1500 Meilen. Dieser zweite Vorfall ereignet sich im Herbst 1983. Die Polizei von Bellevue sucht den vermisst gemeldeten 13-jährigen Danny Joe Eberle. Als der Junge am frühen Sonntagmorgen die Zeitung austrägt, verschwindet er auf mysteriöse Weise. Er hatte einen Teil seiner Route mit Zeitungen beliefert und ist dann verschwunden. Er war weder bei Freunden oder Bekannten noch irgendwo in der Nachbarschaft. Da wussten wir, dass etwas nicht stimmt. Danny Joes Fahrrad wird vor einem Haus gefunden, das er mit Zeitungen beliefert hat. Doch es gibt weder Hinweise auf einen Kampf, noch sonst eine Spur von dem Jungen. Bruder, Schwester, Mutter und Vater, alle behaupteten, dass ihm dieses Fahrrad alles bedeutete. Er trug Zeitungen aus, um weitere Zubehörteile kaufen zu können. Er war richtig stolz darauf. Im ganzen Bundesstaat Nebraska sucht die Polizei nach Danny Joe Eberle. Ein Foto des Jungen erscheint sowohl im Fernsehen als auch in den Zeitungen. Doch drei Tage später bestätigen sich die Befürchtungen der Ermittler. Danny Joe Eberles Leiche wird an einem abgelegenen Straßenabschnitt gefunden. 4 Meilen von seinem Fahrrad entfernt wurde er erstochen. Bürgermeister Joe Baldwin überbringt der Mutter des Jungen die grausame Nachricht. Wir brachten ihr die Nachricht und haben alle geweint, sogar der FBI-Beamte. Jeder einzelne von uns hat geweint. Es ist furchtbar, einer Frau erzählen zu müssen, dass ihr Sohn tot aufgefunden wurde. Es war die schlimmste Aufgabe meines Lebens. Sie hatte es geahnt. Als sie den Jungen mit dem Fahrrad wegfahren sah, sagte eine innere Stimme: Halt, geh nicht. Komm wieder zurück, wo es sicher ist. Doch dann dachte sie, sei nicht albern. Sie hat ihn danach nie wieder gesehen. Danny Joes Hände und Füße sind mit einem Seil zusammengebunden. In seine Brust ist ein sternförmiges Muster geschnitten. Erneut gibt es kein Anzeichen auf sexuellen Missbrauch. Um eine genauere Vorstellung vom Täter zu bekommen, wenden sich die Ermittler in solchen Fällen an Profiler, die in Deutschland auch Fallanalytiker genannt werden. Fallanalytiker werden in erster Linie in solchen Fällen eingesetzt, wo herkömmliche kriminalistische Ermittlungsmethoden keinen Erfolg versprechen. Dies ist insbesondere bei solchen Fällen der Fall, wo zwischen Täter und Opfer keine nachvollziehbare soziale Beziehung besteht. In erster Linie geht es natürlich darum, kriminalpsychologisch bedeutsames Täterverhalten zu analysieren. Dies ist insbesondere bei Tötungsdelikten, Sexualstraftaten, aber auch bei Erpressungstatbeständen der Fall. Robert Ressler ist Profiler und soll ein psychologisches Profil des Täters erstellen. Wir hatten einen Beißer, ein Individuum, das seine Opfer biss und das Fleisch ausschnitt, um der Polizei keine Beweise zu hinterlassen. Ressler hat in seiner Laufbahn schon hunderte von Tatorten gesehen und ein paar der bekanntesten Serienmörder verhört. Darunter sind John Wayne Gacy und Jeffrey Dahmer. Obwohl es bei den Morden nicht zum Missbrauch gekommen ist, glaubt Ressler dennoch an sexuelle Motive. Ich habe das Opfer gesehen und wie seine Hände und Füße zusammengebunden waren. Der Mund war mit einem Stück Tape zugeklebt. Ich denke, der Mörder wollte seine Fantasien umsetzen. Die haben ihn zu diesem Verbrechen getrieben. Insbesondere sadistisch oder fetischistisch veranlagte Serienmörder neigen dazu, durch bestimmte Tathandlungssequenzen, die rituellen Charakter haben, ein bestimmtes Tatmuster zu zelebrieren, das sie dann als Serientäter kennzeichnet. Da die Leiche direkt an der Straße gefunden wird, vermutet Ressler, dass der Mörder eine schwache Person ist
Er hätte die Leiche des Jungen sonst weiter ins Feld gebracht. Der Fundort verrät Ressler, dass der Mörder unerfahren ist. Die Tatsache, dass das Opfer direkt an der Straße lag, deutete für mich darauf hin, dass der Mörder in Panik war und die Leiche schnell loswerden wollte. Er wollte nicht mit ihr im Auto ertappt werden. Doch er kannte die Gegend nicht gut genug, um es richtig zu machen. Möglich, dass er zum ersten Mal in dieser Gegend gemordet hat. Das Seil, mit dem Danny Joe gefesselt wurde, weckt das Interesse der Ermittler. Sie schicken es in das FBI-Hauptquartier nach Washington, D.C. FBI-Agent Wayne Oakes führt die Untersuchung durch. So ein Seil hatte ich noch nie gesehen. Keiner der Techniker im Labor, die seit vielen Jahren tagtäglich mit Seilen arbeiten, hat nie ein solches gesehen. Äußerlich besteht das Seil aus gewöhnlich weißem Nylon. Doch der innere Kern ist ungewöhnlich. Er besteht aus 24 Fasertypen und 106 unterschiedlich gefärbten Fäden. Die Zusammensetzung aus Polyester, Nylon, Kunstseide, Acryl, Polyethylen, Wolle und Baumwolle macht das Seil einzigartig. Oakes bringt das Seil zum National Cordage Institute, dem Unternehmerverband aller Seilhersteller der USA. Doch auch die dortigen Experten haben solch ein Seil noch nie gesehen. Vom Institut werden Fotos an alle Hersteller in den USA gesendet. Keiner hatte je ein solches Seil gesehen und niemand hatte sowas hergestellt. Dann haben wir durch FBI-Beamte aus den Botschaften mögliche Hersteller in Übersee überprüft. Wir haben den Beamten Bilder und eine technische Beschreibung von dem Seil zukommen lassen und sie gebeten, die Hersteller in diesen Ländern zu befragen. Doch alle Versuche bleiben ohne Erfolg. Zurück in Bellevue. Trotz intensiver Suche nach dem Mörder hat die Polizei alle Eltern aufgefordert, ein wachsames Auge auf ihre Kinder zu haben. Den Leuten widerstrebt es, die Kinder rodeln, Schlittschuhlaufen oder sonstige Aktivitäten machen zu lassen. Kinder wurden in Einkaufszentren speziell überwacht. Die Eltern haben den Kindern aus Sicherheitsgründen sehr wenig Freiheit gewährt. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen wiederholt sich das Unvorstellbare. Der 12-jährige Christopher Walden wird auf dem Weg zur Schule entführt. Es passierte wieder in Bellevue, 8 Häuserblocks von seinem Zuhause entfernt, an einer Kreuzung. Ein junger Mann hielt an, hat ihn in sein Auto gezwungen und ist einfach mit ihm weggefahren. Bei Temperaturen unter 0 Grad sucht die Polizei nach dem vermissten Jungen. Nach nur 3 Tagen finden Fasanjäger eine mit Schnee bedeckte Leiche. Es ist der gefrorene Körper von Christopher Walden. Der Fundort ist in der Region, in der auch Danny Joe Eberle gefunden wurde. Christopher wurde erstochen und sein Körper trägt ein sternförmiges Schnittmuster. Zwei Paar Schuhabdrücke führen in den Wald, in dem Christopher Waldens Leiche gefunden wird. Nur ein Paar verlässt den Tatort. Indiz, dass es sich um einen Einzeltäter handelt. Das sternförmige Schnittmuster verrät, dass auch diese Tat vom Mörder ist, der Danny Joe Eberle 3 Monate zuvor umgebracht hat. Zeugen haben Christopher Walden mit einem ungefähr 20-jährigen Mann in der Nähe der Schule gesehen. Anhand von Beschreibungen erstellt die Polizei ein Phantombild, das an Zeitungen und lokale Fernsehsender verteilt wird. Auch Robert Ressler verfeinert sein Profil des Mörders anhand der Informationen vom zweiten Mordfall. Ich vermutete, dass dieser Mann aufgrund seiner Zuneigung für junge Männer und deren Anziehungskraft auf ihn in Aktivitäten mit Jugendlichen involviert ist. Als Fußball- oder Baseballtrainer oder als Pfadfinder. Da der Mörder die Bisswunden an den Leichen zu verbergen versucht, vermuten die Ermittler, dass er Polizei- und Detektivmagazine liest. In solchen Publikationen ist der Vergleich von Bisswunden mit Zahnabdrücken eines Verdächtigen oft Thema. Ressler glaubt nicht, dass sich der Mörder in der Gegend gut auskennt. Alle Leichen lagen an Stellen, an denen sie leicht entdeckt werden konnten. Und der Profiler vermutet, dass der Mörder auf dem nahegelegenen Luftwaffenstützpunkt arbeiten könnte.
Sollte das zutreffen, übt er dort eine niedere Tätigkeit aus und hat trotz einiger Intelligenz keine höhere Ausbildung. Die Polizei verhört eine Spaziergängerin, die in der Nähe der Kreuzung war, als Christopher Walden entführt wurde. Sie glaubt, die Entführung gesehen zu haben, ist sich aber nicht sicher. Die Beamten bitten die Zeugin, sich unter Hypnose setzen zu lassen. Hypnose kann Zeugen helfen, sich an Einzelheiten zu erinnern, die im Normalzustand nicht abrufbar sind. Allerdings sind solche Erinnerungen als Beweis vor Gericht nicht zulässig. Als sie unter Hypnose war, erinnerte sie sich an etwas, das sie sehr erschreckt hat. Alles wurde ihr klar. Sie hatte gesehen, wie Christopher Walden entführt wurde. Sie sagt aus, Christopher Walden mit einem ungefähr gleich großen Mann gesehen zu haben. Ein braunes Auto verließ die Szenerie. Sein Kennzeichen begann mit dem Buchstaben R, gefolgt von einer Zahlenkombination. Sheriff Patrick Thomas fordert den Mörder während einer Pressekonferenz heraus. Ich glaube, die verantwortliche Person für die Taten ist krank, ohne Rückgrat und feige. Und ich würde ihm dringend raten, einen Geistlichen, einen Priester oder mich anzurufen. Es gab hinterher viele Meinungen. Einige waren der Auffassung, es war vielleicht nicht richtig, was auch immer. Ich hoffte, auf diese Weise zu erfahren, wie er ist. Ich wusste, dass er sich die Nachrichten im Fernsehen ansieht und uns beobachtet. Das gehört zu seinem Profil, zu seiner Vorgehensweise. Ich hoffte, dass er vielleicht einen Fehler macht. Und das klappt tatsächlich. Barbara Weaver ist eine Frau aus der Gegend. Sie erzählt Freunden, sie habe für die Ergreifung des Serienmörders gebetet. In ihren Gebeten bietet sie in jeder Form ihre Hilfe an. Barbara Weaver arbeitet in einer Kindertagesstätte und bereitet morgens in aller Frühe das Klassenzimmer vor. Beim Blick aus dem Fenster bemerkt sie ein unbekanntes Auto. Der Fahrer trägt eine Skimütze und sieht dem Mann vom Phantombild aus dem Fernsehen sehr ähnlich. Als sie sich das Kennzeichen notiert, kommt der Mann plötzlich ins Klassenzimmer. Er droht, sie zu töten und zückt ein Messer. Mrs. Weaver kann jedoch ins Nachbarhaus des Pfarrers flüchten. Von dort ruft sie die Polizei. Sie kam an das Haus des Pfarrers und war völlig hysterisch. Niemand konnte sie beruhigen. Sie sagte nur, er ist es. Das ist der Kerl, der die Jungs ermordet hat. Sie notierte als erstes sein Kennzeichen, eine kluge Frau. Und als sie das Auto sieht, ist ihr erster Gedanke, sieht aus wie das Auto dieses Mörders. Der Fall war in jedermanns Bewusstsein. Das war der größte Fall, den sie je in Nebraska hatten. Anhand des Nummernschilds ermittelt die Polizei einen 19-jährigen Mann vom Luftwaffenstützpunkt Offutt. Sein Name ist John Joubert. Joubert arbeitet als Wartungsmonteur bei einer Radareinheit und ist stellvertretender Pfadfinderführer einer ortsansässigen Gruppe. Er streitet ab, etwas mit den beiden Mordfällen zu tun zu haben. Doch es gibt einen interessanten Zufall. Ein Jahr zuvor, genau zu dem Zeitpunkt, als Ricky Stetson ermordet wurde, hat Joubert in Portland gelebt. Als John Joubert zu den Morden an Danny Jo Eberle und Christopher Walden verhört wird, hat er nicht viel zu sagen. Doch er passt auf das FBI-Profil des Mörders. Er ist 19 Jahre alt, nicht sehr gebildet und Pfadfinder. In Jouberts Spind auf dem Luftwaffenstützpunkt werden Softpornos und Detektivzeitschriften gefunden.
Doch was die Polizei in seinem Auto findet, ist noch interessanter. Im Fußraum der Beifahrerseite liegt braunes Kopfhaar kaukasischer Rasse, das zur Analyse ins FBI-Labor geschickt wird. Mikroskopisch gesehen waren die Haare von der Untersuchung aus dem Fahrzeug mit denen des Opfers identisch. In meinem Bericht habe ich darauf hingewiesen, dass die gefundenen Haare mit den Kopfhaaren von Danny Joe Eberle übereinstimmen. Zusätzlich finden die Ermittler ein Messer und eine Rolle Klebeband. Und in Juberts Auto befindet sich ein Stück Seil. Auf den ersten Blick wirkt es wie ein gewöhnliches Nylonseil, das zu Tausenden verkauft wird. Doch im Inneren des Seils wartet eine Überraschung. Der Kern des Seils war einzigartig mit seinen 106 verschiedenen Fasern. Jede einzelne Faser wurde unter dem Mikroskop untersucht und deren Gattung bestimmt. Ich wollte sicher gehen, dass die Fasern die gleiche Farbe, Zusammensetzung, den gleichen Durchmesser und Querschnitt haben. Die Acetate sollten mit den Acetaten übereinstimmen und die Polyethylene mit den Polyethylenen. Sie waren in jeder Hinsicht identisch, sowohl mikroskopisch als auch bei chemischen Tests. Es gab keinen Unterschied zwischen den beiden Stricken. Joubert wusste nicht, dass der Strick so selten ist, denn er hatte das Seil mehrere Jahre zuvor als Pfadfinder bekommen. Als er mit allen Beweisen konfrontiert wird, gesteht er. Er sagte, ich möchte zuerst über den zweiten Jungen reden, weil die Erinnerung frischer ist. Während unserer Befragung erzählte er uns, wie er sie entführt und ermordet hat. Fakten, die nur der Mörder wissen konnte. Der forensische Odontologe Dr. Lowell Levine soll feststellen, ob die Bissspuren an der Leiche Ricky Stetsons von John Joubert stammen. Joubert hat ungewöhnliche Zähne. Einige Eckzähne sind spitz und stehen nach außen, andere stehen nach innen und sind durcheinander. Der Traum eines jeden Zahnarztes. Er war nie beim Zahnarzt und deshalb waren diese Zähne sehr brauchbar für unseren Vergleich. Auffällig ist neben den spitzen Eckzähnen auch ein nach innen gewachsener Schneidezahn. Die mittleren Schneidezähne sind nach außen gekrümmt, wodurch einzigartige Bissabdrücke entstehen. Trotz des Versuchs, die Bisswunden mit Messerschnitten zu verschleiern, stellt Dr. Levine fest, dass sie von John Joubert stammen. Wir wussten, dass dort Bisswunden waren und Fleisch herausgeschnitten wurde. Wir wissen nicht, was mit dem Fleisch geschehen ist. Joubert sprach nicht darüber. Kannibalismus kann ich nur vermuten. Joubert gesteht, der Oakdale-Slasher zu sein. Angriffe wie auf Michael Whitham seien eine Art Training für die nachfolgenden Morde gewesen. Nach der Tötung von Danny Joe Eberle geht Joubert zu McDonald's. Dort wäscht er seine blutigen Hände und bestellt Frühstück. Des Weiteren sagt Joubert aus, er habe nach der Ermordung von Christopher Walden an einem Treffen der Pfadfinder teilgenommen. Bei diesem Treffen seien die Entführungen Thema gewesen. Jungs, solange ihr euch untereinander beobachtet, müsst ihr keine Bedenken haben. Okay. Nach 116 Tagen und einer der intensivsten Großfahndungen haben die Ermittler von Bellevue und Portland endlich ihren Mörder. In Portland wird Joubert für den Mord an Ricky Stetson zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. In Bellevue, Nebraska, bekommt er für den Mord an Danny Joe Eberle und Christopher Walden die Todesstrafe. Ich fragte ihn, ob er diese Jungs nicht leiden konnte. Er antwortete, wie kann ich sie nicht mögen? Ich kannte sie doch gar nicht. Bis heute weiß niemand, warum John Joubert gemordet hat. Ich erinnere mich, ihn gefragt zu haben, was wäre, wenn ich ihn heute aus dem Gefängnis entlassen würde. Ob er gelernt hätte und so etwas nie wieder tun würde. Er behauptete selbst schon vor einiger Zeit darüber nachgedacht zu haben und sagte, nein, nein, ich glaube nicht, dass ich es lassen kann. Ich fragte, meinst du damit, dass du wieder kleine Jungs töten würdest? Ja, wahrscheinlich. Ich würde es wahrscheinlich wieder tun, sagte er.
Der Journalist Mark Pettit hat John Jubert anlässlich seines Buches A Need to Kill, das Bedürfnis zu töten, interviewt. Ich habe ihn direkt gefragt, warum er es getan hat. Und er sagte, ich kann Ihnen nur sagen, dass ich einfach das Bedürfnis hatte, zu töten. Das schockierte mich. Deshalb habe ich mein Buch A Need to Kill genannt. Denn es steckte schon früh in ihm. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis er zum Mörder wurde. Am 17. Juli 1996 wird John Jubert durch den elektrischen Stuhl hingerichtet.